die Entführung des Ryanair-Fluges durch belarussische Behörden. Und der Europäische Rat war sich ganz einig, es handelt sich um einen Angriff auf die Demokratie, einen Angriff auf die Meinungsfreiheit und es handelt sich um einen Angriff der europäischen Souveränität. Dieses unglaubliche Verhalten erfordert eine nachdrückliche Antwort. Der Europäische Rat hat deshalb beschlossen, dass es weitere Sanktionen für Einzelpersonen geben wird, die bei dieser Geiselnahme beteiligt waren, aber auch Sanktionen gegenüber von Unternehmen und wirtschaftlichen Einrichtungen, die dieses Regime finanzieren. Die Entführung des Flugzeugs hat außerdem einen Sicherheitsnotfall ausgelöst. Das war vollkommen unnötig. Es wurde ein militärisches Flugzeug eingesetzt. Der Fluglotsendienst ist missbraucht worden, um ein EU-Flugzeug in die eigene Kontrolle zu bringen. Außerdem wurde da wirklich eine staatliche Geiselnahme durchgeführt. Die Sicherheit von Flügen über den belarussischen Luftraum ist deshalb nicht mehr zu gewährleisten und wir werden Überflüge des belarussischen Luftraums verbieten und außerdem belarussischen Flugzeugen den Zugang zu EU-Flughäfen verweigern. Roman Protasevich muss sofort freigelassen werden. Die belarussischen Behörden sind vollumfänglich zur Rechenschaft zu ziehen für seine Gesundheit und die Gesundheit seiner Freundin und es war da eine ganz klare Einigkeit aller Staats- und Regierungschefs zu diesem Thema. Was Russland angeht, der EU-Ansatz gegenüber den russischen Behörden stützt sich auf diese gemeinsam beschlossenen 5 Grundsätze, und zwar volle Umsetzung des Minsker Abkommens, Engagement mit den östlichen Partnern, selektives Engagement mit Russland und natürlich auch die Beziehungen zwischen den Völkern, zwischen den Menschen. Und wir werden weiter auf diesem Kurs bleiben. Wir haben eine Bestandsaufnahme unserer Beziehungen vorgenommen. Wir waren uns alle einig, dass Russland unsere Interessen und unsere Werte immer wieder in Frage stellt, durch die eigenen Aktionen in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart. Es wird in Nachbarstaaten eingegriffen, destabilisiert, Ukraine, Moldau, Georgien. Es gab den Versuch, die Europäische Union zu schwächen und Mitgliedstaaten zu unterminieren durch hybride Bedrohungen, Sabotage, Ermordungen, verschiedene Techniken des Teilens und Herrschen, Cyberattacks und so weiter. Das hat es schon seit Jahren gegeben, dieses Verhaltensmuster. Das ändert sich nicht, es wird nur schlechter. Gleichzeitig ist es so, dass die EU und Russland an eine gemeinsame Zukunft gebunden sind. Russland ist unser größter Nachbar und ist außerdem Quelle von Investitionen in der EU. An den gemeinsamen Grenzen sind die Leben von Europäern und Russen miteinander verbunden. Und Russland ist auch ein wichtiger Akteur, wenn es darum geht, sich globalen Herausforderungen zu stellen und regionale Fragen zu regeln. In diesem Zusammenhang wurde der Hohe Vertreter und wurde die Kommission aufgefordert, beim Europäischen Rat im Juni einen Bericht vorzulegen. Und wir werden uns den Stand der Beziehungen zu Russland mit Blick auf diesen Bericht dann im nächsten Rat noch einmal vornehmen.